der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast mit Folge 171 und an meiner Seite begrüße ich die wie immer charmante und sympathische Diana. Hallo. Moin. Hi, mein Name ist Frank Köbel und wir kommen jetzt mal direkt zu unserem Gast. Ein Besuch in unserem Podcast war jetzt eigentlich schon längst überfällig. Ich habe dann nochmal nachgeschaut in meinen E-Mails. Unser erster Kontakt war Mai 2014, also eine gefühlte Ewigkeit her. Damals ging es darum, dass wir für unseren Blog bei Bulli Bildmaterial brauchten. Und seitdem bekommen wir regelmäßig Fotos aus der DEL und auch DEL 2. Und darüber hinaus ist ein echt sehr, sehr netter Kontakt entstanden. Zum ersten Mal richtig getroffen haben wir uns dann im letzten Sommer in Dienstlaken. Da hat Hockey is Diversity ein Benefizspiel veranstaltet. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und er hat dort Fotos gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich begrüße ganz herzlich Ralf Schmidt. Hi. Hallo. Guten Abend. Ja, Ralf, schön, dass das mal geklappt hat. Und die erste wichtigste Frage, wo erwischen wir dich und wie geht es dir? Erwischt mich, wie es für einen anständigen Menschen gehört, zu Hause. Ja. Und mir geht's, bis auf die Nervosität, die Leichter eigentlich ganz gut. Ach, also auch gerade im Vorgespräch haben wir gemerkt, das machst du echt cool. Viel cooler, als wir das bei unserer ersten Podcast-Aufnahme gemacht haben. Was, Diana, weißt du noch damals? Oh ja, die ersten Aufnahmen. Oh Gott, Katastrophe. Also hier nochmal ein friendly reminder, bitte nicht nach unten scrollen zur ersten Folge von Bulli, der Eishockey-Podcast. Ist eine Katastrophe, es ist ein, lass es einfach sein. Wir steigen einfach mal an. Ralf, wie kommt man dazu, sich für Fotografie zu interessieren? Wie kamst du dazu? War eigentlich rein zufällig. Jetzt muss ich mal, also ganz am Anfang anfangen, Schwiegermutter, die hatte sich vor knapp 20 Jahren ein Zeitungsabo geleistet. Und da war als Werbegeschenk eine digitale Kamera dabei. Noch so eine ganz alte, so nur mit digitalem Zoom und so weiter. Und die wollte sie nicht. Da habe ich gesagt, du, ich nehme die. Okay. Und das habe ich dann so gefesselt und nicht mehr losgelassen. Ja. Dass ich mir dann so 2-3 Jahre später die also erste größere Spiegelreflexkamera zugelegt habe. Ja, und damit fing es an. Mit Tierfotografie, mit Pflanzen und so weiter. Und dann kam ich irgendwann mal zum Sport. Ja, und bin dabei geblieben. Wie kam das dazu? Warst du auch schon vorher Eishockey-Fan? Also, weil du, man muss ja sagen, du nimmst ja größtenteils in Krefeld auf. Bei den Krefeld-Pinguin bist du ja bei fast jedem Heimspiel und bei der Düsseldorfer EG. Und wie kamst du zum Eishockey? Jetzt muss ich noch weiter ausholen, wie mit der Kamera. Sehr gerne. Ich kam zum Eishockey 1974. Okay. Also, 7 Jahre später bin ich geboren worden. Ich bin in der Gegend um Mannheim herum geboren. Jetzt mache ich mal Werbung, in Weinheim an der Bergstraße. Und kam da in eine Ausbildung mit einem Kollegen zum Mannheimer ERC damals. Das war im ersten Jahr in der neu gegründeten zweiten Bundesliga, noch der damals. Okay. Und mein erstes Spiel, soweit ich mich erinnern kann, war der Mannheimer ERC gegen den EC Peiting. Und das werde ich auch nicht vergessen. Okay. Und dann, das war eigentlich so, dann waren ein paar Monate gar nichts mehr und da bin ich wieder mit dem besagten Freund dahin und es hat mich dann nicht mehr losgelassen. War jahrelang Dauerkartenbesitzer, habe die erste Meisterschaft 1980 miterlebt, mit Leuten wie
mit Leuten wie Harold Kreis, der ja Ah. heute Bundestrainer ist, in ganz jungen Jahren, oder Manfred Wolf, Ja. ja, dessen Sohn ja heute wieder in Mannheim spielt, Ja. David. Ja. Also und so weiter. Und im Tor Namen. Genau, da haben sie den zweiten Platz in der Hauptrunde gemacht. Ja. Endrunde erster Platz, dann sind sie Meister geworden. Jetzt klicke ich Richtig. da mal kurz drauf. Also ich habe hier einen Erich Weißhaupt Erich und Weißhaupt, ah, richtig, das okay, und war der zweite Torhüter war Joachim Kasper. er. Nur mal Kaspar, so. Genau. richtig. Ah, okay. Ja, sehr interessant. Genau. Um das Ganze nochmal abzurunden, in der Verteidigung war noch ein Werner Jahn, ein Brent Meeke, ein Boguslav Malinowski und ein Norbert Mundo. Zu dem Brent Meek, Ja. da habe ich auch noch eine Story loszulassen. Ja. Der hatte damals eine Klage an der Backe wegen schwerer Körperverletzung. Okay. Er hat dem Alois Schloder den Kiefer zweimal gebrochen. Und die haben dem Absicht unterstellt. Und das ging also Monate vor den Gerichten hin und her. Also, das war quasi wie Fantastisch. heute. Ja, also ich bin schwer begeistert. Um nochmal die Sturmreihen zu nennen, also Markus Kuhl, ein Ron Androff, Ron Androff, Holger der Meitinger, Holger Meitinger. Peter Obreser, Manfred Mennix-Wolf, gerade schon gesagt, Ja. Den Djakalovic, Peter Aschall, Elias Wolitschek, Klaus Mangold, Jürgen Ja. Adams, Jörg Etz und Roy Rödger. Und ein Trainer war ein gewisser Heinz Weisenbach. So. Genau. Ja, krass, cool. Wahnsinn. 1980. Ja, und seitdem bist du auch im Eishockey immer verbunden geblieben. Seitdem bin ich dem Sport eigentlich immer verbunden Ja. geblieben, obwohl ich nebenher noch einem größeren, also Ball nachgelaufen bin. Ja, ich hab's befürchtet. Also nachgelaufen, ich Ja. bin dem als Torhüter mehr hinterher gesprungen und habe ab und zu mal aus dem Netz holen müssen. Ja. Und das war nicht wenig in der Anfangszeit, aber gut. Okay. Okay. Und wie ist das mit den Fotos? Du hast gerade gesagt, Naturfotos und Eishockeyfotos. Hast du auch bei anderen Sportveranstaltungen Fotos gemacht, auch beim Fußball oder Bundesliga oder so? Ja, habe ich. Ich war jahrelang Trainer, also Jugendtrainer, Jugendtorwarttrainer und so weiter und habe da bei Gelegenheit fotografiert und mache heute noch, also ab und zu mal Fotos für einen hiesigen Turnverein, weil meine Frau da ja Pressevertreterin ist und Pressereferentin, ja, so. Und aber hauptsächlich sehen wir Fotos vom Eishockey, von Krefeld und von Düsseldorf. Ja. Und ab und Okay. zu mal von Länderspielen. Okay, ja, stimmt, genau. Wir haben dich ja auch beim Deutschlandcup gesehen im November. Richtig, Da haben wir genau. es auch gesehen. Genau, haben auch Fotos gemacht. Ja, cool. Nochmal kurz auf das Fotografieren angesprochen. Gibt es für dich eigentlich das Top-Foto? Ich nehme an, du hast ja mittlerweile das ein oder andere Foto gemacht in deiner Karriere. Gibt es eigentlich dein perfektes Foto oder ist das quasi unmöglich? In der Beziehung musst du mal den Begriff also perfekt definieren, ne? Ja, was willst du? Was ist perfekt? Ja. Das ist eine Ansichtssache, ne? Der sieht das so und der andere sieht so und der nächste Ja. sieht es wieder ganz anders, ne? Ja. Also ich habe schöne Fotos, jetzt habe ich da mal schöne Fotos gemacht. Die andere ja gar nicht schön fanden. Okay, ja, da kann ich mit leben. Also, wie du gerade gesagt hast, ich habe im Archiv auf der Platte mit Sicherheit also 50.000 Bilder vom Eishockey. Okay. Also ganz alte, die ich noch geschenkt bekommen habe, mit einer analogen Kamera von Leuten, die gar nicht mehr da sind, ja, Ja. auf die Säule. Also von Eishockey-Spielern, von ganz alten. Ja. Und ich hüte die wie ein Augapfel. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich ein Schatz.
Weil ich meine, Fotos sind auch irgendwie so ein bisschen Zeitzeuge, richtig? Also gerade bei älteren Fotos, sie stellen ja was dar. Es ist nicht nur ein Schnappschuss vom letzten Spiel oder so. Es heißt ja auch irgendwas, wenn sie mal älter werden, dass es auch irgendwie als, ja, Monument ist jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber sie stellen halt was dar als Zeitzeuge, richtig? Ja. Wenn du das weißt und dich daran orientierst, wie die Leute auf den Fotos gekleidet waren und wie die ausgesehen haben und der Haarschnitt, ich sag mal, ja, meiner ist ja, ich trage mein Haar jetzt offen, sage ich immer. Okay, Spartanisch. ich habe da kein Problem mit, absolut nicht. Sehr gut. Da kannst du schon sehen, aha, das Foto ist aus dem Zeitraum und das andere, ja, das ist aus dem Zeitraum. Wenn du, ich habe einen Sohn von 32, wenn du den siehst, jetzt und vor zwei, nee, vor 32 nicht, aber vor 31, wie er auf meinem Schoß saß und ich damals ausgesehen habe, das sage ich, ja, wo ist denn die Zeit hin? Und so geht es auch mit den Bildern. Ja, cool. Fotos bleiben, ist einfach so. Nochmal kurz zur Aktualität. Also, du gehst ja mit deiner Kamera in die Eishalle, um Fotos zu machen. Ich weiß, wenn du ein Journalist, Reporter bist, brauchst du einen Presseausweis. Kann eigentlich jeder mit so einer Ausrüstung in die Eishalle reingehen? Oder wie ist das? Wie kommst du da rein? Du brauchst, so wie du gerade gesagt hast, einen Presseausweis. Und mit dem beantragst du eine Akkreditierung für die Saison oder für das einzelne Spiel. Und wenn es geht, noch ein Redaktionsauftrag von der Agentur dabei. Und dann läuft das eigentlich von ganz alleine. Also Alles ich habe klar. noch nie einen Bescheid bekommen, in der ich abgelehnt worden bin. Ja, da muss ich jetzt mal in den Jahren sagen. Und den Presseausweis, ja, den musst du halt dann jedes Jahr erneuern, ne? Aber das ist ja klar. Ja, klar. Und das funktioniert auch. Wie ist es denn bei einem Spiel? Fotografierst du da bestimmte Szenen oder hältst du einfach drauf? Nee. Ich habe die Angewohnheit, mir bestimmte Leute, bestimmte Spieler rauszusuchen. Und das ist von Spiel zu Spiel dann ja wieder ganz unterschiedlich, ist klar. Und die versuche ich halt mehrheitlich auf das Bild zu kriegen. Dabei kommen halt manchmal auch ganz anderes Sachen raus, zum Beispiel, wie sich zwei am Bildrand die Köpfe verschlagen und so weiter. Ja, das kommt alles so dabei rum. Aber also draufhalten, das mache ich nicht mehr. Ist Ich das, gehe ein klein wenig geplant vor. also das heißt, du hast ähnlich wie beim Sport so eine Art Gameplan. Also du suchst dann so deine Spieler raus und sagst, den und den brauche ich auf jeden Fall heute. Und was noch dazu kommt, den nehme ich dann auch noch mit. Ja, gut, klar. Ich sage es mal, ich habe Minimum 200 Bilder, mit denen ich abends nach Hause gehe. Wovon während dem Spiel schon 10 bis 15 weggehen. Und du musst dir das so vorstellen, ich habe meine Tasche mit zwei Kameras drin und dann gehe ich ja auch noch mit Laptop rein. Und dann mit Internet und mit WLAN und so weiter. Ja, sofern das WLAN noch funktioniert, das ist ja auch so eine Sache immer. Okay, aber meistens funktioniert, aber ich muss da dran, ich sag mal, schleppen immer. Okay. Aber es macht mir riesen Spaß. Du hast ja gesagt, du machst rund 200 Fotos pro Spiel. Wie lange sitzt du denn dann danach noch an der Bearbeitung davon? Eine Stunde von denen, die ich also aufhebe. Eine Stunde, ich schreibe für manche noch Texte und Statistik und so weiter. Und eine Stunde. Und da ich da die Zeit habe und nicht mehr aus dem Bett muss morgens früh, so
wie es im früheren Jahr der Fall war, Ja. ist das alles easy. Okay. Ich stelle mir aber auch schwer vor, so einen Entscheidungsprozess zu machen. Du sagst gerade 200 Fotos und du musst ja entscheiden, kommt das weg oder bleibt es da? Also einer für mich, der sich erfolgreich dagegen wehrt, logisch vorzugehen, wäre das echt, ich glaube, von 200 Fotos würden bei mir 199 übrig bleiben, glaube ich. Ich sage es mal so, ich gehe her, ich rechne die alle zurück und verkleinere die, Okay. dass der benötigte Platz halt nicht so groß ist, ne? Ah, okay, Und verstehe. dann kommen die auch im Rohformat auf die Platte. Und die, die ich mir rausgesucht habe, Ja. ja, die gehen dann eh schon weg auf die Seite, in die Galerie und so weiter. Ach so, also das heißt, du löschst die nicht, du machst sie nur kleiner Nein, für. Ah, um okay, Himmels gut. Willen. Ja. Ich könnte ja mal in 10 Jahren noch brauchen. Genau, das wäre nämlich die große Gefahr dabei, dass du den Schnappschuss des Jahres dann in 10 Jahren hast und du ärgerst dich, weil du dann gelöscht hast. Ne? Ja, cool. Wenn man ja schon so viele Spiele gesehen und fotografiert hat, wie groß ist denn da die Gefahr, dass man immer die gleichen Szenen oder Situationen fotografiert? Also, ich meine, ein Bulli zum Beispiel ist immer interessant. Ich finde immer eine super Szene für ein Foto zu machen. Gab es da schon mal so Duplikate, wo sie Fotos echt gegleicht haben, nur andere Trikots waren? Ich habe einen Kollegen, einen Krefelder Kollegen, wenn wir an der gleichen Position stehen, Ja. da haben wir schon die gleiche Szene fast im gleichen Augenblick fotografiert Okay. und haben mal die Bilder verglichen, ne? Du siehst kaum Unterschiede, obwohl es zwei verschiedene Kameras Ja. sind und auch zwei verschiedene Kameramarken, ne? Aber Ja. du hast fast gesehen an den Daten, die Einstellung war gleich und so weiter. Ja. Ich meine, das ist ja krass, gerade in so einem Sport wie Eishockey, wo es so schnell zugeht, im genau gleichen Augenblick drauf zu drücken. Also das muss ja schon. Ich drücke drauf, ja, und da macht die Kamera jetzt als Beispiel 10 Bilder. Okay, Profi, Und ich merke schon. dann hast du 10 Bilder Ja. in vielleicht einer Sekunde. Du Okay. hast aber nicht 10 gleiche Bilder. Es Ja. ist manchmal faszinierend, wie sich in einer Sekunde die Spielszene verändert. Das ist fast nicht zu glauben. Aber ja, das ist so. Und das suchst du dir halt das Beste aus. Und die anderen, die werden entweder zum Teil gelöscht oder archiviert. Ja. Ich meine, man könnte sich auch ein schönes Daumenkino draus machen, oder? Also wenn du alle Okay. Bilder ausdrucken würdest. Ich sag mal, es war gewöhnungsbedürftig, Ja. so vorzugehen, ne? Ja, klar, Weil aber ich habe ist. das dann nicht gelernt, ne? Das, was ich kann, das ist ja, wie sagt man da so schön, Autodidakt. Ne, ich habe Ja. es mir selber beigebracht. Ja. Beziehungsweise, ich habe auch viel angelesen. Ja, okay. Nur das Theoretische musst du halt praktisch umsetzen. Ja. Gibt es eigentlich auch Fotografen, die das quasi von der Pike auf richtig gelernt haben? Ich habe schon welche kennengelernt, ja. Ja, okay. Und Also das das sind dann sind richtige richtige Vollprofis. Profis, die auch davon leben, Okay. die auch wirklich noch eigene Agenturen haben und so weiter oder für Zeitungen arbeiten oder für ganze Medienkonzerne. So habe ich auch schon kennengelernt. Ja. Und das ist eigentlich an dem das Interessante. Du lernst immer Leute kennen. Du lernst immer Leute kennen und jetzt habe ich ja, jetzt muss ich sagen, nach knapp 40 Jahren den Peter Dreiseitel wieder getroffen. Ja, wir haben uns mal kennengelernt in seiner Mannheimer Zeit. Das sagt dein Gesicht. Ja, kommt mir zwar noch bekannt vor, aber das ist lange her. Dann sage Okay. ich, ja, okay. Cool. Und wir sehen uns ja mittlerweile jetzt also Krefeld bei jedem Heimspiel. Ja, klar, sicher. Gut, Ja. jetzt nicht mehr. Okay. Ah. Das ist ja cool.
Wie ist das eigentlich mit den Fotografen unter sich? Also ich kenne das von manchen, ja, Hobbys oder Szenen, dass man so eher seine Geheimnisse nicht so preisgibt. Also egal, was man macht. Wie ist das bei Fotografen? Hilft man sich untereinander, dass man so sagt, hör mal, hol mal lieber das Objekt raus oder ich weiß ja nicht, wie das so in diesem Genre ist. Wenn du das so meinst, wenn einer Fotos will und möchte und dem noch ja keine hat, kriegt er die von mir. Und Okay. ich krieg auch von anderen. Also man hilft sich gegenseitig. Wenn du auf das Thema, sage ich mal, Futterneid, also raus willst, ich habe noch keinen Unkollegialen kennengelernt. Okay, Da muss ich okay. jetzt mal ganz laut sein. Ja, weil ich meine, es gibt ja auch Nachwuchsfotografen, die noch nicht so erfahren sind wie du oder andere, die auch mal so technische Fragen haben vielleicht. Und dass du denen dann hilfst oder dass es auch andere Fotografen gibt, die sagen, nee, nee, das ist mein Geheimnis, da musst du schon selber drauf kommen, wie das funktioniert. Ich sage jetzt mal so, ja, aber die meisten, die sind so, gerade beim Eishockey, so erfahren, die wissen schon, wie sie welche Szenen fotografieren, ja, können, sonst können sie nichts verkaufen. Ja, darum geht es ja hauptsächlich. Klar, klar. Und wenn die im Endeffekt nichts verkaufen, sagen die Agenturen, ja, vielen Dank. Naja, klar. Ja, das ist wie ein Kreislauf, ne? Also ich sage, ich bin zufrieden, ich kann damit leben, ich kann nicht reich werden damit. Das ist auch nicht mein Ziel. Ja. Es macht Spaß, ich lerne Leute kennen und das ist für mich am wichtigsten. Toll, super. Wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal das Thema Archiv und was passiert mit den Bildern nach dem Spiel. Kannst du abschätzen, wie viele Ordner oder wie viel Speicherplatz das mittlerweile bei dir einnimmt? Also ich habe vorhin meine Zahl genannt, da sind ungefähr so um die 50.000 Fotos, die auf der Platte sind. Das ist mit Sicherheit, die Platte hat 1 Terabyte, 2 Terabyte und die ist der Hälfte belegt. Also jetzt, also kannst du dir es ungefähr so berechnen, wie das ist. Also Krass. es ist ein Kabelgewirr, wenn ich da runter gucke. Ja, krass. Und hast du so eine Art Suchmaschine? Also ich weiß noch, wir haben damals einen Podcast mit Oliver Mebus von Nürnberg Ice Tigers aufgenommen. Und da habe ich dich nach Fotos gefragt. Und das dauerte keine Stunde, da hast du mir Schnappschüsse von Oliver Mebus rüber geschickt. Wie findest du diese Fotos so schnell wieder? Ich habe die in den Saison und spielemäßig. Und manchmal Krefeld, Nürnberg. Und da ja der Mebus ein ehemaliger Krefelder ist, war der natürlich ja dabei drin. Ja, okay. Und so geht es mir. Und da brauche ich 5 Minuten und dann habe ich die Leute. Das Ja. ist kein Problem. Okay. Und ja. Du musst dein eigenes Chaos kontrollierbar machen. Ja, das kennen wir nur allzu gut, was, Jana? Okay. Ja, Ich das. glaube, ich würde meine Fotos nicht so schnell wiederfinden. Ich auch nicht. Bei mir wäre alles so ein Brei irgendwas auf dem Bildschirm, Ich keine habe Ahnung. Also. notfalls noch eine Suchfunktion, Ja. weil sind noch mit der Datenbank verknüpft und ich brauche nur Suchfunktion und dann geht das schon. Okay, also Da Ordner geht es sogar ist mit der Nummer. Also mit der Rückennummer. Ja, genau, das geht natürlich auch. Okay. Ja, interessant. Wenn ich jetzt auch anfangen möchte, Fotos zu machen, egal ob Natur, Sport oder Katzenbabys, keine Ahnung, was für eine Kamera sollte man sich zulegen, gerade als Anfänger? Schon so richtige 2000-Euro-Kamera oder wie sollte man da rangehen? Hast du da einen Tipp für uns? Schwer. Okay. Also, das kommt auf jeden selber drauf an, ob du dir jetzt eine kompakte zulegst, so eine kleine und damit anfängst, oder dir eine, also so Bridge-Kamera, so ein Mittelding zwischen
der kompakten und der Spiegelreflexkamera zulegst. Das ist halt immer so die Frage, ja, was willst du machen damit? Was willst du tun und erreichen? Und ja, die Frage, die kann man halt generell, also aus meiner Sicht, ja so nicht beantworten. Wie ist das denn mit dem Nachwuchs? Haben wir da auch in Zukunft so begeisterte Fotografen wie dich? Es sind einige Jüngere dabei. Ob die aber dabei bleiben, die sind meistens so, also Angestellte, die sind gut, ich sag das mal, es könnten meine Kinder sein. Die wechseln aber ständig. Also es sind immer neue da, gerade in Düsseldorf, wo die Fluktuation ja eher höher ist wie im beschaulichen Krefeld. Ne? Ich sage es mal im beschaulichen Rennen. Ich sage mal so, um den Nachwuchs auf dem Gebiet, ich glaube, da wird mir nicht bange sein. Okay, das ist schön. Du hast ja schon gesagt, du fotografierst in Krefeld und Düsseldorf. Nimmst du da das Spiel auch bewusst wahr oder bist du da eher im Fokus auf die Fotos? Was im Spielverlauf her, wie der Spielverlauf ist, ob der Spielverlauf gut oder schlecht, ob das Niveau gut ist, ja, nehme ich schon wahr. Ich habe aber Jahre dafür gebraucht, um das zu lernen, weil das ist auch ein Prozess, der nicht von jetzt auf nachher geht. Ist klar, weil du kannst dich fotografieren und dir gleichzeitig die Meinung vom Spiel bilden. Das ist auch klar. Ich habe schon so viele Pausen oder Päuschen, dass ich sehen kann, was läuft auf dem Eis. Ich habe entweder meistens einen Bandenplatz oder in der Trennlinie zwischen dem Oberrang und dem Unterrang, was ein sehr guter Platz ist. Oder, was ich jetzt häufig gemacht habe, zwischen den Spielerbänken. Also mit Helm. Und das ist ein ganz interessanter Platz, weil du kriegst an den Bänken ja so alles mit, was passiert, was die Spieler sich ja gegenseitig zuschreien. Und wenn du merkst, aha, da passt es auch nicht, da hakt es gleich und da knallt es gleich und da knallt es auch dann gleich. Hinterher, ja, das ist für mich interessant. Ja, ich meine, das sind ja die besten Plätze überhaupt, oder? Ja. Das ist ja krass. Was mich halt stört, ist dieser komische Helm, den der er tragen muss. Aber gut. Ja. Okay, ich habe keinen Helmkopf. Ich sag mal, für die 20 Minuten oder 40 Minuten ist es Ja. gut. Und da Ja, okay. funktioniert, aber du brauchst den halt Ja, klar. wegen der Versicherung. Falls mal ein Wenn, Puck angeflogen ja, oder ein wenn dir Schläger was oder ein Flieger. passiert ist, dann siehst du also ganz alt aus. Okay. Wie ist das denn während des Spiels? Darfst du dich da frei bewegen in allen Blöcken oder hast du fest zugeordnete Bereiche, wo du Fotos machen darfst? Im Prinzip sind die zugeordnet, und zwar fest zugeordnet. Früher war es ja mal so, in Krefeld, in den Spundlöchern, also links und rechts auf der Längsseite, wie früher die Marathontore, ne, in den Fußballstadien. Aber da die ja eine neue Bande haben, ein neues Glas haben und das die NHL-Bande ist, und du durch dieses Glas kaum noch scharfe Bilder kriegst, also musst du hoch, ne? Da bin ich nicht der Einzige, der da gemeckert hat, aber es ist ja nicht zu ändern mehr. Das stimmt, das Also stimmt. die Plätze sind schon zugewiesen und mehr wie zwei auf einem Platz dürfen auch nicht stehen. Und da wird schon drauf geachtet von den Ordnern und der Security. Ja, klar, macht auch Sinn. Ja. Hast du eigentlich eine Lieblingseishalle, in der du fotografierst?
Oha. Jetzt erwischt ihr mich aber. Ich habe schon so viele gehabt. Ja, glaube ich. Ich habe schon so viele in so vielen fotografiert, der ich noch nie fotografiert habe und es auch nicht mehr machen kann, ist der Friedrichspark in Mannheim, weil der ist gerade gestorben, Ja, der der ist ist. gerade abgerissen worden. Und das war für mich so ein Tempel oder die Bremsstraße oder jetzt sage ich mal in Krefeld, die Rheinlandhalle. Ja. Okay. Also wir halten fest, in Mannheim, der Friedrichspark, das wäre noch deine Halle gewesen, wo du ganz gerne noch Fotos Das gemacht hättest. wäre, ja gut, ich sag mal, also back to the roots, ne? Klar, ne? Klar, ja, auf jeden Ja, Fall. zurück zu den Wurzeln. Aber was mir also gefallen hat, ist die neue Landshutehalle. Die haben sie richtig gut umgebaut. Ja. Was mir noch früher, aus früheren Jahren, also gefallen hat, ist Kassel. Und natürlich, also Garmisch, Ja. die alte Halle in den früheren Jahren. Okay. Und wie die jetzt aussieht, gut, also in Garmisch war ich das letzte Mal 2007 da drin, wie die jetzt aussieht, die ist auch schon, boah, ich sag mal, 5, 86 Jahre alt, ne, die Halle. Ja. Ja, mit kleineren Veränderungen. Ja gut, ich meine, die Hallen müssen Und auch moderner werden und das ist dann halt so, dass sie sich verändern, ne? ja, Das, gut. ne? Und du weißt ja selber, wie das eben ist mit den Neubauten. Also überall sollen die Eishallen ja auf, ich sage jetzt mal, auf Grund von der Energiepolitik ja weg, weil es sind ja, also wenn ich mir jetzt haben sie gerade wieder eine Halle abgerissen in Unna, die in Nordhorn soll weg und so weiter. Und die Leute wollen das gar nicht, die wollen das behalten. Aber gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes, aber auch sehr trauriges Thema eigentlich, gerade für uns Eishockey-Fans. Es ist aktuell. Genau, ist aktuell. Eishallen werden zugemacht. Und ich glaube, das Bundesland mit den meisten Eishallen ist nach wie vor Bayern. Die ganzen Eisstadien, die sie haben. Und die bleiben, Da soweit gibt es ich weiß. sogar noch die offenen Eishallen, ne? Genau, Also Stadien. die sind zum Teil sogar noch im Betrieb. Ja. Ja, das ist wirklich schade, aber auch ein schönes Thema für einen weiteren Podcast. Können wir mal gucken, ob wir da noch was aufnehmen. Sehr schön. Ralf, sag mal, hast du eigentlich Ziele als Fotograf? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, boah, das muss ich auf jeden Fall noch machen? Ja, bei der NHL fotografieren. Ah, nichts Ich habe leichter es als das. gerade gestern Abend, ich schaue mir ja auf ProSieben Max das Spiel also an. Ja. Ich habe gestern Abend, das war Florida gegen Boston, ich sag mal, da habe ich mir auch gesagt, da müsstest du mal dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Und Das da ist. müsstest du mal was fotografieren. Und ich würde mal gerne so ein Leon Dreiseitel mal so 2, 3 Tage lang begleiten in der Saison, so wie es gerade jetzt läuft, wo die jeden zweiten Tag spielen müssen. Und da geht ja bis Juni jetzt, ne? Ja, genau, die Playoffs sind lang. Wenn sie weiterkommen, es kann sein, dass Ja. die Saison auch schon bald wieder vorbei ist, aber danach sieht es erstmal Ja, nicht das aus. wird mich bei Edmonton eigentlich nicht zu sehr wundern, weil da. Ja, ist ein Chaosverein, halten wir das mal fest. aber auf jeden Fall wäre es sehr interessant, mal mit Leon Draisaitl ein paar Tage zu verbringen. Ich meine, das ist ja fast diametral zu uns Fans sein. Also wir wollen auch ganz gerne NHL gucken. Wir wollen ja in die Eishallen gehen, in New York, Toronto oder Boston oder wo auch immer. Und ich finde, da kommt es schon so ein bisschen zusammen. Du willst ja auch in der NHL fotografieren. Das passt dann irgendwie so zusammen. Finde ich sehr interessant. Stellen wir uns jetzt mal vor, ich würde in die Halle gehen wollen und Fotos machen. Welche Tipps hättest du da für mich als, sag ich mal, halber Anfänger? Da will ich dich jetzt mal fragen, was du für eine Kamera hast. Tja, Diana.
Tja. da kann ich tatsächlich antworten, weil ich habe nämlich eine Spiegelreflex. Ich habe eine Nikon D5600. Okay. Und Objektive habe ich Tamron, ein 18 bis 270 und ein 70 bis 300. Ja. Wie Und sieht es das, mit der Lichtstärke aus? das müsste ich tatsächlich nachgucken. Sie hörten Bulli den Fotopodcast. Nee, also ich muss ja sagen, gut, Fantastisch. obwohl die Beleuchtung in den Hallen, in den neuen, so gut ist, dass du auch mit einer 4,5er Lichtstärke auskommst. Und ansonsten, um die Bewegungen, sage ich mal, einzufrieren, wäre eine 2,8er wünschenswert. Dann sage ich dir mal so, probier es einfach mal aus. Ja, Das ist von mir der Tipp. das ist, glaube Und ich, der. wert aus und guck auf die Metadaten und dann siehst du es ja. Und probier das nächste Mal was Neues. Ich habe das so gemacht. Und das hat mich weitergebracht. Ja, so kann man am besten Ja, du lernen, musst ne? mal kritisch mit dir selber sein, ne? Ja. Klar. Sag mal, Ralf, könntest du dir eigentlich vorstellen, als ganz normal Sterblicher, so wie wir das sind, sich in den Block zu setzen und ein Spiel zu verfolgen ohne Kamera? Einfach nur mal hinsetzen und das Spiel gucken, oder wird da was bei dir falsch laufen? Ich Ja. habe das jahrelang gemacht. Ja, Und aber jetzt. auch jetzt im Moment, ich kann es mir vorstellen, ja. Das kam sehr zögernd. Es ist wieder was ganz anderes, also nicht Ja. zu fiebern und so weiter. Ja. Und jetzt hast du ja also kaum Emotionen dabei. Ich sage euch mal, wie ich damals hierher gezogen bin. Ich habe halt die Farben dann von blau-weiß-rot auf schwarz-gelb gewechselt, ne? Ich will nicht sagen, ich bin zwangskonvertiert worden. Das will ich jetzt mal gar nicht sagen. aber meine Frau und ihre Tochter waren schon schwere Pinguine-Fans. Okay. Ja, und ich habe mitgezogen und es hat Spaß gemacht. Also. Ja, Und okay. das war's. Und dann sind wir, also alles, sind wir Eishockey-Fans. Ja. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Ja, ich meine, es ist ja schön, wenn man dann in eine andere Stadt zieht und trotzdem noch irgendwie Eishockey-Fan sein kann. Auch wenn es nicht blau-weiß-rote Farben sind, sondern schwarz-gelbe Farben. Mein Ja. Gott, der Sport ist der gleiche, auch wenn er ein bisschen tiefere Klassen gespielt wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ralf, das waren jetzt unsere Fragen. Wir haben zum Abschluss noch ein kleines Entweder-Oder. Hast du noch Zeit und Lust? Ja, klar. Cool. Ich fange jetzt einfach mal an. Strand oder Berge? Strand. Hund oder Katze? Keines. Frühaufsteher oder Nachteule? Auch so dazwischen. Ich sag mal Nachteule. Eishockey oder Naturaufnahmen? Alles okay. Borussia Mönchengladbach oder Krefeld Pinguine? Gladbach. Akkreditierung zu einer Eishockey-WM oder DEL2-Finale Krefeld gegen Kassel? Die Eishockey-WM. Aber das halte ich noch nie. Okay, Polaroid oder digital? Ich sag mal digital. Torjubel oder Goalie-Save? Ja, Goal is safe. Sehr gut. Es gibt noch die besseren Bilder beim Goalie-Save. Sehr gut. Ich war selber einer. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, du sprichst ja vom Fach. Ja, super. Ralf, das war unsere Aufnahme mit dir. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt. Mir auch, mir auch. War Ja. zwar was ganz Ungewohntes und wenn ich das jetzt noch meinem Vater erzählen könnte, der würde Ja. mit dem Kopf schütteln. Aber der ist schon eine Weile tot Ja. und der würde jetzt sagen, nee. Ich hätte das auch nie gedacht, dass ich Ja. das mal machen würde. Ja. Aber klasse, Und schau mal, wunderbar. so ein Podcast ist wie ein Foto. Also auch in 100 Jahren kann man sich den Podcast noch anhören.
mit dir. Ja, gut, ich hoffentlich nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Ich bin dann durch, aber für die Nachwelt. Okay. Okay, super, Ralf. Vielen Dank für deine Zeit und Diana, du erklärst mir mal, wovon du gerade gesprochen hast mit der Kamera. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Und ihr da draußen, ihr wisst ja, wie das geht. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter und wir wünschen euch eine angenehme Restwoche und ganz wichtig, habt euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.